So, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und wir sind mitten in diesem European Football Cup. Schauen wir uns mal die Tabelle an nach dem ersten Spiel. Ja, mit RB Salzburg auf dem, sagen wir mal, ersten Platz. Ja, Tordifferenz jeweils jeder plus 1 und der Rest natürlich minus 1. Und ja, das nächste Spiel ist gegen Salerno. Und wir werden jetzt erstmal nochmal unsere Jungs trainieren. Gehört hier mit zum Spiel. Werden wir mal den guten Mann hier erstmal mittel trainieren. Dann werde ich mal noch einen Flügelspieler. Den Borello setzen wir mal mit Mitteldribbling. Dann unser Torwart, der Müller, mal auf schwer. Und Mittelfeld, Albarek, sag ich. Mittel. Und mal noch Innenverteidiger, Wutschur. Ja, den lassen wir auch mal trainieren. Den machen wir mal ein bisschen leichter. So, wir simulieren alles. Schauen wir mal, wie das ausgeht hier. Ja, immerhin 2-mal A. Gut. Jetzt geht mir noch die Lampe aus, denn. Ne? Ja, egal. Geht auch so, denke ich. Man sieht mich doch auch noch so. Ja, genau. Gut. Da haben wir noch eine Nachricht im Büro. Posteingang, Geschäftsführer, Transferangebot für Wuchu. Ja, den wollen wir aber nicht verkaufen. Das lehnen wir mal dankend ab. Ja, Angebot ablehnen, unverkäuflich. Gut. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir wollen ja das nächste Spiel spielen und das ist gegen Salerno. Nächste Gruppenspiel steht an. Wir dann als Gastgeber. Oh, was sind die dann für Trikots? Ja komm, dann spielen wir in Weiß. Und die nehmen weinrote Trikots oder was ist das? Bordeaux-Rot. Ja, Aufstellung lassen wir mal so stehen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht jetzt, wie stark dieser Gegner jetzt ist, diese Mannschaft aus Salerno. Ja, komme aus Italien, Salerno. Hier mit dem Anstoß von links nach rechts in den weißen Trikots, in den weiß-grauen Trikots. Lass ich mal ein bisschen beschnuppern hier. Gucke, was sie so drauf haben. Gleich mal Schuss aus der Ferne gegen die Latte, gegen das Lattekreuz. Das war ja mal richtige Strahle. Ha! Gleich mal Marke gesetzt hier, was los ist. Ja, die scheinen mir schon ein bisschen stärker zu sein. Die sind ein bisschen agiler vorne. Ja, aufpassen! Weg damit! Oh, Glück gehabt. Müller noch dazwischen. Gut verteidigt. Und dann mit der Fehlpass. Einfach nach vorne gebolzt, das Ding. Da hätte das doch eigentlich gar nicht hin. Ah, gut, reingekriegt, steckt damit. Wieder Glück gehabt. Für den ersten FC Kaiserslautern. Das war eine gefährliche Situation, wieder. Im 16er. Bin ja gut aufgepasst.
Vorsicht, Vorsicht, Jungs. Die sind doch ein bisschen gefährlicher wie gedacht. Aber gut verteidigt. Sehr schön gemacht. Guter Einsatz. Moritz mit der Flanke. Ah, schade. Er ist Gegner dazwischen. Gut verteidigt. Gut dazwischen gegangen. Ja. Was machst du, Junge? Obacht, Obacht, Obacht. Sehr schön. Ja, schade. Gut gedacht, aber schlecht ausgeführt. Er wollte den Ball in den Lauf spielen und das hat nicht so ganz funktioniert. Hat er gut aufgepasst. Ziegler, Hucho, Alpha am Ball. Albeck. Und der Gegner verarscht. Jawohl. Jetzt mal eine Flanke, schöne Flanke abgefälscht. Ah! Ja, es gibt Einwurf für Kaiserslautern. Schön dagegen gesetzt wieder. Ja, wohin, 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 wohin? Genau frei. Binne. Jetzt aber mal mit der Flanke. Sehr schön gemacht, aber zu schwacher Kopfball. Ja, hat der Torwart. Leichtes Spiel mit der Pille. Jetzt müssen wir Obacht geben. Gegner hat wieder das Belge. Ist im Anmarsch. Nein, 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 nein. Obacht, Obacht, Obacht! Ah, Müller! Glanzparade. Fischt das Ding aus der Luft. Souverän. Foul! Wenn er da doch gefoult, ey. Und dann so passt wieder. Leute, konzentriert euch. Das war jetzt faul. Oh, 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 oh. Aufpasse, gibt das jetzt? Was gibt das jetzt? Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Ach, Gott sei Dank, zum Glück, ich dachte, der ist die rote Karte ziehe. Ja, du Scheiße. Das hätte jetzt noch gefehlt. Ja, von hinten rein die Haxe, ja. Man nannte ihn Holzfäller vom Beruf, ne? Und schön weg damit. Wird aufgepasst. Jetzt vielleicht mal Konterchance. Ja, zu langsam. Zu und da ist die erste Halbzeit auch schon vorbei. Es steht 0:0 gegen Salerno. Mittelmäßiges bis schwaches Spiel um beide Seiten. Naja. Soll ich mal wechseln? Soll ich mal einen rausholen? Komm, ich gebe dem Andersen mal Chance. Balbis, der sieht ja schon ein bisschen fertig aus jetzt. Und Fechner für Albeck. Weiter geht's. Doppelwechsel beim ersten FC Kaiserslautern. Jetzt wieder volle Konzentration. Auf geht's, Jungs. Ja, komm, jo. Da kommt er noch durch. Vorsicht, Leute, Vorsicht. Riesenchance für Salerno. Müller kam da nicht schnell genug mit der Haxe raus. Und da geht das Ding Gott sei Dank an die Latte, an der Außenpfosten weg ins Aus. Abstoß, Laudern.
Leute. Ach Gott. Uff. Obacht, Obacht, Obacht. Ecke, Ecke, Salerno-Ecke. Weg damit. Schön freigespielt. Ja, schön gemacht. Jetzt vielleicht. Ach, über das Tor gelupft, ey. Ja. Wer da auf, ey. Riesenchance. Gut ausgespielt, aber es war nix. Und jetzt Salerno mit dem ersten Wechsel. Abstoß für den Gegner. Ach, Fehlpass. Gut aufgepasst, gut dazwischen gegangen. Jetzt. Ah, gute Chance. Ah, da laufen sie am Ball vorbei die ganze Zeit, ey. Wieder Wechsel. Siebzigste Minute läuft. Und dann schon wieder den Ballverlust leichtsinnig hergegeben, den Ball. Vorsicht, 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 Vorsicht. Schön, schön. Und jetzt ab die Luzi. Mein Gott, meine Güte, meine Güte. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Jetzt haben wir irgendwie den Faden verloren. Kein Durchkommen. Kein Durchkommen. Jetzt vielleicht mal Fernschuss. Nix da, nix da. Weiterhin 0:0. Es gibt eine klassische Nullnummer, glaube ich. Da, wenn wir jetzt nicht noch ein bisschen Scheiße bauen. Ach, schade. Und da ist das Spiel vorbei. Die Partie endet mit 0:0 gegen Salerno. Sollte leider nicht sein. Mittelmäßiges Spiel in der zweiten Partie dieser Eurobin Super Cup oder wie es auch International Cup heißt. Ja, Salerno. Gehen sie wohl beide zufrieden vom Platz. Kann man sich. Ich denke, mit dem Punkt kann man leben. Und naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag mal Tschüss.
Euer Chris. Macht's gut.